So, einen wunderschönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Sie sind es ja schon gewohnt, deswegen gleich vorab. Legen Sie los, Sie kriegen wieder nur 5 Minuten, sind nicht so viele Fragen, aber geht wieder darum, was Sie getan haben in der vergangenen Woche. Wenn Sie sich erinnern an unser Inhaltsverzeichnis, dann sind wir jetzt im 4. Abschnitt, im 1. Kapitel. Das heißt, wir beschäftigen uns ein bisschen mit Italien, der Renaissance und den kubischen Gleichungen. Ja? Und das ist, wir sind ja historisch auf der Höhe, das ist so im 16. Jahrhundert alles passiert. Gut, was war das Ziel damals, eine Lösungsformel für kubische Gleichungen zu entwickeln, ja, zu finden? Ich mache hier mal ein Sternchen dran, weil wir wollen das ein bisschen später noch genauer fassen. Aber diese Suche nach dieser Lösungsformel, die hat natürlich ein paar Mitspieler gehabt. Und da gab es 3. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen schon dieses Büchlein vom Herrn Nahim, was ich Ihnen für dieses Kapitel empfohlen habe, zur Hand genommen und weiß, dass Sie diese 3 Herren hier als Mitspieler hatten. Von oben nach unten, ja, die sehen schon richtig, gebildet aus. Die gehörten zu der Bildungsschicht damals. Der erste ist der Herr Del Ferro, also Scipio Del Ferro. Der hat gelebt von 1465 bis 1526. Und war Professor in Bologna. Ja, der hat eigentlich als erster eine Lösungsformel gefunden. Der zweite Herr ist Niccolò Fontana. Ja, der war eine Zeit lang Assistent bei dem Del Ferro, hat gelebt von 1500 bis 1557. Wenn Sie da irgendwie forschen in der Literatur, dann werden Sie den unter einem anderen Namen finden. Nämlich der hatte ja einen Gebrauchsnamen, einen Alltagsnamen oder Sie können auch sagen Spitznamen. Der hieß Tartaglia. Und wenn jemand von Ihnen Italienisch kann, kann hier jemand Italienisch? Ja, dann übersetzt man das der Stotterer. Ja, der hatte nämlich einen Sprechfehler. Und unter diesem Namen finden Sie ihn auch.
Ja, der hat es nicht von Geburt aus gehabt, sondern in seiner Kindheit war er beim französischen Angriff auf Bologna, hat ihm da so ein Soldat einen Säbelhieb versetzt und seitdem konnte er also nicht mehr richtig sprechen. Dieser Fontana war, wie gesagt, eine Zeit lang Assistent bei dem Del Ferro und der Del Ferro hat ihm diese Formel sozusagen übergeben, ja, als Vermächtnis. Jetzt habe ich Ihnen schon vor längerer Zeit erzählt, dass es damals nicht so einfach war, für die Mathematiker da einen Job zu kriegen, also Geld zu verdienen. Und die mussten regelrechte Wettstreite absolvieren, um eine Arbeitsstelle zu bekommen. Und wer da natürlich die schwierigsten und die meisten Gleichungen lösen kann, der hat gewonnen und bekam eine Arbeit. Und so war natürlich der Fontana mit dieser Formel konnte er natürlich einige Wettstreite bestehen. Ja. War also im Besitz einer ganz guten Wissens für solche Wettbewerbe. Ja. Hat aber dann, damit er ein Empfehlungsschreiben bekam, diese Formel dem Cardano übergeben. Das ist der dritte Herr im Bunde hier. Der hat gelebt, ja, ungefähr, also gleiches Alter wie der Herr Fontana. Ein bisschen länger hat er gelebt, bis 1576. Ja, wie gesagt, der Tartaglia braucht ein Empfehlungsschreiben, hat die Formel daraufhin sozusagen dem Cardano angeboten, mit dem Versprechen, dass dieser sie nicht veröffentlicht. Und Cardano hat es offensichtlich doch getan. Und so ist diese Lösungsformel für kubische Gleichungen in die Mathematikgeschichte eingegangen als die cardanische Lösungsformel, obwohl eigentlich die Lösungsformel eigentlich vom Herrn Del Ferro stammt. Ja? Also es ist ein richtiger Wissenschaftskrimi. Und wie gesagt, das können Sie noch genauer nachlesen hier in diesem Büchlein von dem Herrn Nahim. Der nimmt sich da richtig viel Zeit. The Story of Square Root of Minus One. Gut, wir wollen das, was die da, ja, wofür die eine Lösungsformel hatten, wollen wir genauer fassen. Habe ich Ihnen ja versprochen. Das heißt, das Sternchen wird jetzt sozusagen geklärt. Genau. Die wollten eine Lösung der allgemeinen kubischen Gleichung finden. Ja, ich schreibe sie hin, mal mit dem großen x, x hoch 3 plus ax Quadrat plus bx gleich c. Und denken Sie noch mal dran, auch zu der damaligen Zeit, die haben nur positive Koeffizienten betrachtet, deswegen haben Sie das nicht entsprechend so geschrieben, minus c, also das c auf der linken Seite gehabt, minus c gleich 0, weil die Ansicht gehabt haben, positive Terme addieren sich nicht zu 0 auf. Ja? So, haben wir schon eins genannt. Und das wollen wir jetzt entsprechend finden. Wie sind die dazu dabei vorgegangen? Also wenn Sie diese Gleichung 1 betrachten, ich übertrage sie Ihnen hier nochmal. Dann haben die folgende Beobachtung gemacht. Und für uns fällt natürlich so eine Beobachtung wie vom Himmel. Sie müssen sich vorstellen, dass hinter so einer Beobachtung, die dann richtig schön dasteht, ja eine Menge Arbeit steckt. Die haben viel Papier beschrieben,
und in Papierkorb gearbeitet, um auf diese Form zu kommen, ja? Um das zu beobachten, das so einfach hinzuschreiben. Diese Gleichung 1 lässt sich in eine einfachere Form bringen. Und zwar mit der folgenden Setzung. Ja, setzen Sie das große x mal an als ein kleines x minus a Drittel, die nenne ich 2. Und jetzt können Sie natürlich sofort ausrechnen, was da rauskommt. Ja? Wenn Sie x² ausrechnen mit der binomischen Formel, also groß x zum Quadrat, dann kriegen Sie ja offensichtlich raus, klein ist klein x², also ist erstmal Klammer auf, klein x minus a Drittel, Klammer zu zum Quadrat. Und wenn Sie das auch gleich ausrechnen mit der binomischen Formel, kriegen Sie raus, das ist klein x zum Quadrat minus 2 mal klein x mal a Drittel plus ja, a hoch 3 durch 3 zum Quadrat, das heißt, nicht a hoch 3, a zum Quadrat durch 3 zum Quadrat, das gibt a Quadrat Neuntel. Die nenne ich 3. So, und dann rechnen Sie noch das x hoch 3 aus, also groß x hoch 3. Denken Sie an die Aufgabe 5. Ja? Das heißt, ich schreibe sie nochmal hin, da ist Folgendes zu rechnen. Klein x minus a Drittel hoch 3. Ja, und Sie wissen ja, was a plus b in Klammern hoch 3 ist. Können Sie dann nochmal ablesen. Wenn Sie das ausrechnen, kriegen Sie raus klein x hoch 3 minus 3x² a hoch 3 a Drittel plus 3 mal x mal a Quadrat durch 9. Und dann haben Sie noch den kubischen Term, nämlich a hoch 3 durch 27. Die nenne ich 4. Ja? So, jetzt können Sie sich vorstellen, was passiert. Jetzt haben wir das große x hier ausgerechnet. Jetzt setzen wir das alles hier oben in die erste ein. Da kriegen wir eine Menge an Termen. Ja? Das ist ganz klar. Für das x setzen wir genau das hier ein. Also entsprechend. Ja? Und dann arbeiten wir uns da durch. Ja? So, wenn Sie das tun, bekommen Sie erstmal Folgendes. Wie bitte? Das sind alles kleine x. Ich kennzeichne das große x durch diesen Haken. Ja? Also ich setze für dieses große x diese Ausdrücke ein mit dem kleinen x. So, dann haben wir das a hoch 3 durch 27. Dann haben wir noch plus a x² minus 2 mal x mal a Quadrat Drittel. Und dann haben wir noch a hoch 3 Neuntel so
So, und dann haben wir noch plus bx. Und wir haben noch minus ba Drittel. Ja, ich mache es ein bisschen kleiner, dann kriege ich das c auch noch hin. So, jetzt schauen wir mal, haben wir alle Terme? 1, 2, 3 haben wir, 4, den haben wir auch, dann haben wir den hier, okay, dann haben wir minus 2x auch a Quadrat Drittel und dann haben wir noch auch 3 Neuntel plus bx minus ba Drittel ist gleich c. Ja? So, und jetzt sehen Sie, dass da schon einiges rausfällt. Das kleine x Quadrat a, den haben wir hier stehen, den haben wir auch hier stehen, also addieren die sich zu 0. Minus, plus, fällt raus. Ja? Und jetzt ordnen wir einfach ein bisschen um. Das x hoch 3 lassen wir vorne stehen. Und jetzt nehmen wir alle Terme mit x. Ja? Also wir haben ja jetzt keine quadratischen Terme mehr in dem kleinen x, sondern wir haben nur noch Terme mit x. Wir ordnen nach Termen mit x und wir ordnen nach sozusagen Termen mit, also x hoch 1 und Termen mit x hoch 0, also die, wo kein x vorkommt. So, dann fassen wir das gleich zusammen mit einer Klammer. Also zunächst Terme mit x, das heißt wir haben a Quadrat Drittel mal x. Dann haben wir minus 2a Quadrat Drittel mal x. Und dann haben wir hier hinten noch, also den haben wir jetzt und den haben wir jetzt. Machen wir einen kleinen Haken drunter, damit wir das nicht vergessen. Und dann haben wir noch dieses bx plus bx. So, und dann haben wir keine Terme mehr, wo x drin steht. Das heißt, alles nur noch Terme mit konstante Terme sozusagen mit den Koeffizienten, die nehme ich gleich mal in einer anderen Farbe. Dann haben wir zum einen minus a hoch 3 durch 27. Dann haben wir den hier. Dann geht es weiter mit a hoch 3 Neuntel plus a hoch 3 Neuntel. Dann haben wir den. Und dann kommt noch minus ba Drittel. Mehr haben wir nicht. Also machen wir die Klammer zu. Ist gleich c. Ja? Ja? Schauen Sie. Hier. Wenn ich das große x hier rein einsetze, genau, aber dann da steht das b, da steht ja dann b, Klammer auf, klein x minus a Drittel, Klammer zu. Und dann müssen Sie, kriegen Sie den Term bx, den haben wir hier, ja, und einen anderen Term, wenn Sie es ausmultiplizieren, minus ba Drittel, das ist der hier. Okay. So, schauen Sie, jetzt können wir aber noch einiges machen. Hier steht a Quadrat Drittel minus 2a Quadrat Drittel. Ja, das fasst man natürlich zusammen. Das gibt natürlich minus a Quadrat Drittel mal x. Ja. Und auch hier können wir noch zusammenfassen. Hier haben wir minus a hoch 3 27 plus, ja, jetzt können Sie rechnen, das sind 3 a hoch 3 27. Ja. Fassen wir zusammen. Dazu kopiere ich Ihnen erstmal die Formel wieder auf eine andere Seite.